Herzlich willkommen zu einer Folge Division 2 mit Justin zusammen. Ja, hallo. Genau. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, wie man hier vielleicht sehen kann, aber ich fand das so gut und habe Justin überzeugen können, dass wir das gemeinsam einmal spielen. Und ja, dafür meine ich Jo. natürlich den neuen Charakter. Und wenn ihr das Genau. Spiel noch nicht kennt, würde ich euch empfehlen, am besten für Teil 1 irgendwie ein Zusammenfassungsvideo oder so zu schauen, damit man weiß, worum es geht bei der Story. Weil ich finde das ein Spiel, wo die Story schon sehr cool sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Boah. Ja. Jo. Und deswegen starten wir jetzt mit der Intro-Sequenz, glaube ich zumindest, wenn ich nicht ganz sicher. Ja, aber erst mal 100%. Ich glaube, du musst erst die Charaktere machen, dann kommt die Intro-Sequenz. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, kann auch sein. Ah. Schon ewig her bei mir. Ich bin dann dabei, sobald Leon online spielen kann. Genau. Mit seinem Charakter. Derzeit bin ich stiller Beobachter. Ja, okay, gut, dann schnell Ja, als okay, Charakter. Charakter. Gott, sehr gut. Jetzt geht's wieder los. Ja, ich glaube, wir fangen mit dem Typ an. Eieiei. Ich glaube, er ist es. Charakterstellung ist jedes Mal so schwierig. Okay, das sind, glaube ich, die Standardtage, die ich immer nehme, die hier. Okay, perfekt. Oder wollen wir was anderes nehmen? Ich gucke mal hier. Den Ausstyle-Shows. Ja, ich glaube, ich Die nehme habe die. ich glaube ich, weiß es aber nicht, aber ja. Ich meine, habe eh eine Cappy auf oder meine Haare sieht man sowieso nicht. Also nur so an der Seite. Egal, dann sind wir versöhnt, Bruder. Ganz entspannt. Oh, so ein frisches Das Braun. passt direkt. Nee. Die Bärte war mir zu voll. Ja, ich habe schon einen Charakter mit Bart. So. Auch über dich. Welchen Namen habe ich nicht so gesehen? Ich glaube, ich nehme so ein paar Stückelungen. Ja, und wir hatten ausgemacht, ein Tattoo zusammenzunehmen. Wo war das? War das das? Nee, das war das hier, ne? Zweite Reihe, zweites, genau. 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 Weil. Haben wir auch Perfekt. nichts. Ich bin kein Cappy-Mensch. Oh. Leon, kein Cappy-Mensch. Nee, aber vielleicht ein Sonnenbrillen-Mensch. Ja, ich fand die erste Brille sah am stylisch aus, ich fand die anderen sah ein bisschen komisch aus, aber. Ja, die geht auch. Ja, die sieht auch, also die sieht auch voll fresh aus. Ja, jetzt müssen wir einmal kurz hier. Das ist so verwirrend mit dem nach links und nach rechts drehen, weil man immer es falsch rumdrückt. Ich glaube bei dem. Also ich werde automatisch gewählt, ich habe gerade nicht nochmal E gedrückt. Hallo? Spielen? Auch. ja, okay. Ne, aber ich glaube, ich nehme das hier. Und. Da finde ich auch gut, dass man eine kurze Hose auswählen kann. Warte, dass man ein paar Sekunden braucht.
Nee, ich glaube, die Standfrage. Die hier, glaube ich. Ja, Da gibt es das eh was nur als eins. einziges gibt. Ja. Finde ich auch gut, dass man das auswählen kann. So, ich habe jetzt kommt Intro-Sequenz. Jetzt bin ich leise. Ja. Ah, ne, nee, wait, nee, jetzt, ach komm. Ich werde halt vergessen. Ja, das ist ja so ein Tutorial. Ah, ja, stimmt, das Tutorial kommt ja noch. Du kannst auch nicht sprinten, Leon. Sprinten kannst du erst gleich. Muss dir erst gezeigt werden. Agent, follow me. I need Ragnar. Jump over it. I got you. Hostile threat detected. Take cover. Got it, Bazajan. Coming behind that barrier. Incoming hostile. Keep firing and take them out. Watch your flank. Ich dachte, ich war mit Joel einfach nur kacke, aber ich glaube, man muss immer wiederbeleben. Ja, nee, das ist einfach nur ein Beispiel hier. Barricades and have someone radio the patrols to be on the lookout for stragglers. Some of those bastards got away. I didn't expect another attack so soon. You okay? If this keeps up, we're gonna have to relocate. Come on, help me with this. We're stretched too thin to protect everyone here. Not again. Get to the waterfront! That can't be right. This is a distress code. The coordinates for Washington, D.C. How is this possible? Get down! Everybody get down! Someone has to stay. We can't just leave these people here. Whatever happened, it needs to be fixed or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go! We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal.
But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? It's been 7 months since the outbreak. We still live in fear of the virus, the green poison. But the real danger is out there, waiting. So. So, was haben wir da? Incoming alert on the SHD emergency channel. Flash priority. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Das ist erstmal das, was mir aufgefallen ist, die Anzahl. Ich habe mir das Telefon voll angemacht. Perfekt. Ach. Gut, finde ich das denn? War 100 Titel. Ein weiter, genau. Ach, okay, gut. Ah, wird schon passen. Ja, ein bisschen Englisch schadet nicht. Genau. Dann können die Leute jetzt auch verstehen. Aber ich denke, die Sachen waren jetzt nicht so schwer zu verstehen, die aber bis jetzt kamen. Vom Prinzip her ist Division so eine Art Loot-Shooter, würde ich bezeichnen, mit Open-World-Aspekt. Also man kann hier gleich Messageroy durchhaben, sich frei bewegen. Genau. Und, ja, ich check gleich, oder? I've got eyes on a division agent heading north toward the White House.
Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Ah, von den Ideen sehe ich gleich. Ich renne erstmal ins weiße Haus raus. Ja, vielleicht während du da die Dialoge. Ah, ne, davor. Also, da wo man sicher ist. Genau. Jo. Ich habe das Tutorial gestern schon gemacht, einfach damit ich mir die Sachen nochmal alle durchlesen kann. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Genau. Dann kann ich gleich einfach direkt mit einsteigen. Ja. So, haben wir noch 20 Balls haben wir. Let's go. Bei dir wird das jetzt gleich alles viel schneller gehen. Ich hab doppelt so lange gebraucht. Naja, gut. Ja, ist alles gut. Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator. So. Und dann Katze können es jetzt oben. Und erstmal reden. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Die habe ich mir gestern alles schon mal durchgelesen. Hab mir da nach 20 Minuten auch eins ausgesucht. Ich glaube, Leon hat schon eins im Kopf, was er nehmen will. Ja, schon. Also, hier gibt es verschiedene Fähigkeiten, die man freischalten kann. Die man nutzen kann. Und ich habe bei meinem alten Spiel habe ich immer Geschütz dabei und eine Drohne, die mich heilt. Ich kann ja mal einmal kurz für euch, weil ich so nett bin, einmal kurz überall rüberfliegen. Könnt ihr das Video anhalten und euch das durchlesen oder so. Rechts seht ihr die Beschreibung dazu. Einfach, falls es euch interessiert. Ich denke mal, ich würde mich als erstes von der Drohne entscheiden, die heilen kann. Und danach für Schutz wieder. Den hab ich, glaube ich. Falls du es jetzt anlassen willst. Ja, den hast du dir, glaube ich, geholt. Genau, den hab ich mir genommen. Hab aber gar nicht gesehen, wie es explodiert ist. Ja, das sehen wir gleich in Action. So, dann noch Cluster-Dinger.
bleiben wir bei deiner vielleicht gleich stehen bleiben, dann weiß man direkt, was du nimmst. Ja, ich nehme die hier. Das ist so eine Altrohne, die die Schilder wieder aufbaut. Kannst du mich heilen mit? Oder dich selber? So. Und das hier. So. Dann sind wir überall durchgegangen und ich tendiere zu der hier. Ich kann noch mehr Damage machen und du kannst mehr heilen. Geil. Let's go. Ja. So. Ja, okay, gut. Habe ich raus. Dann. Take care. The theater settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block. But I'm sure you'll be fine. Genau, jetzt erzähl ich einmal kurz von dem Plan, wie ich probiere, hier das Let's Play zu gestalten. Von dem Sinne hätte ich gedacht, dass wir das so machen, dass am Anfang mache ich, zeige ich hier alles Mögliche, was wir hier Neues erleben. Und dann würde ich das auf die Hauptmission beschränken, weil das Spiel schon sehr groß ist. Und eventuell Kleinigkeiten, die wir noch sehen, die sehenswert sind, würde ich dann auch noch aufnehmen. Aber damit das nicht hier, so viele Kleinigkeiten, die man nicht sehen möchte. Also ich kenne das zumindest von dem, was ich immer in Let's Plays gucke, dass ich gerne die Hauptstory verfolgen möchte. Und ich glaube, das ist das Beste für alle. Und wenn jemand da Interesse daran hat, hier das Vollspiel zu erleben, kann er sich sehr gerne kaufen und selbst spielen. Dann hat man noch eine Side-Story und alles Mögliche, was man noch erleben kann. Ja. So ist der Plan. Ja, dann bist du schon online? Nö, ich... Achso, ja, ich dachte, du machst jetzt erst einen Cut, aber ich weiß nicht. Ah, lol. Okay. Wir hatten ja gestern, achso, und noch was, ich ignoriere euch einfach, ihr seid gar nicht da, ja, ihr seid, die Zuschauer existieren quasi, während das nicht aufnehmen, hier nicht, ja. So, Justin, ich hatte ja gestern gesagt, dass du zum Freischalten irgendwas haben müsstest und ich dachte, das wäre bei neuen Charakteren auch so, ne? Dass ich noch nicht in den Clan beigetreten bin, aber ich bin anscheinend jetzt schon auch mit dem Charakter in dem Clan drin. Oh, entspannt. Ja. Ah ja, genau, wir haben hier einen Clan. Wenn ihr auch Division 2 spielt, kommt rein. Ist offen. Ja. Ja. Okay, die Ulti. Join den mal über das Menü. Ja, direkt. Die Ulti triggert mich jetzt schon. Der hat aber gerade ein Geräuschbad hinter mir und deswegen stand der Mutter der Geräuschbad durch. Ach Gott. Perfekt, das ist sehr gut. Ja. Ja, das erste Ziel ist das Theater. Erreichen ist so eine Siedlung von lieben Menschen, nicht den Bösen, die uns alle umbringen wollen. So. Okay, da sehe ich schon Freunde. Portable electronic device detected. Ach Gott, ja, und da sehe ich schon wieder. Das links neben dem Namen ist das Level, nachdem man das Max Level 30 oder mit dem DC Max Level 40 erreicht hat. 6500 Ausrüstungslevel hat er hier. Ja. Willst du mich nochmal einladen? Ja, kann ich machen. Spezial. Justin. Info einladen. Achso. Nö, hab ich den, oder? Ich kann ja mal gucken, ob ich einfach über Ubisoft beitreten kann. Ah, ne. Ja, wir müssen aber nicht jetzt online angezeigt, also bei mir bist du noch ausgegraut. Achso, ja, warte, vielleicht muss ich erst fortsetzen. Ich gehe erstmal in mein Ding rein und dann bin ich hier, glaube ich. Sehr gut, ja. Ah ne, ich bin direkt in der Gruppe. Du hast mich eingeladen, ich habe auf Fortsetzen gedrückt. Guck mal, es steht bei dir oben, steht mein Name. Da steht mein Name gerade. Ja, ich sehe dich rechts unten, sehe ich dich. Das ist doch schön. Aha, dann kannst du jetzt theoretisch meinen Stream beenden, wenn du möchtest. Ja, mach ich gleich nach der Aufnahme. Hallo. Da. Ich weiß nicht, wie ich sneaken kann. Ja, das gleiche T-Shirt, ist egal. Okay. Koop-Skalierung, jetzt erklärt er mir das erstmal, Hilfe. Ja, und das hier sind so auf so kleine, ja, keine Ahnung,
Notizen, die man quasi aufsammeln kann, wo dann was abgespielt wird. Ich mache es jetzt testweise einmal und eventuell, wenn wir welche auf dem Weg finden, mache ich das. Aber die suche ich jetzt nicht insgesamt, weil da gibt es 8000 von auf der. Also gefühlt. So. Priority message to all active duty agents. Be aware that Agent Aaron Keener, callsign Vanguard, has had his agent status revoked and is now a priority target. Keener is directly responsible for the murders of several SHD agents in New York, and he is now wanted for high treason and acts of terrorism against the United States. He is armed and extremely dangerous, and it is believed that he has gathered other former agents to his cause. Identities will be released once they are confirmed. Keener's last known position was Manhattan, NYC. End message. Okay. Yeah. Yo. Das sind quasi, die sollen ein bisschen die Story noch mit erklären. Ja. Genau. Dann haben wir jetzt... Dann im Clan, wenn ich das überhaupt machen kann. Weil ich glaube, dafür muss ich jetzt irgendwas spielen. Ja, da müssen wir... Kommst du noch hin, wahrscheinlich. Also, nicht nur wahrscheinlich, da kommen wir hin. Wahrscheinlich. Ja, und ich werde damit schon den ersten... Die erste Folge... We've just received a distress call from New York. There's been an attack on the division and they requested immediate support. Meet me on the White House South Lawn. There's a helicopter prepped for us. We need to leave now. Jetzt hat er das DLC getriggert, okay. Ja, ich verlasse das Video, ist okay. Spiel. Ich wollte eigentlich nur die Folge beenden, weil wir haben jetzt Troy abgeschlossen. Wir haben uns gefunden. Und ich habe erklärt, was Sache ist. Also ist das doch perfekt. Ja, perfekt. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Warten. Tschüss.